Als nächstes Thema haben wir, also als nächsten Talk haben wir ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, und zwar ist das Testing. Und im nächsten Vortrag geht es um die ATC-Checks, ATC-Checks in der Cloud. Oft, wenn man beim Kunden ist, wenn man zu neuen Kunden kommt und sagt, testet ihr, gibt es bei euch Testcases, gibt es bei euch Testfälle, dann heißt es meistens, ja, wir haben mal irgendwann darüber gesprochen. Deswegen hoffe ich jetzt, dass jeder Vortrag, der irgendwie über das Testen geht, über ATC geht, das Ganze ein bisschen mehr in die Köpfe der Leute bringt, dass auch wirklich mehr getestet wird und mehr die Leute den Code Inspector, aber auch die ATC-Checks verwenden. Und deswegen bin ich jetzt froh, dass wir den Christian Reutebuch hier haben. Der wird uns jetzt was über die ATC-Checks zeigen zur Codeprüfung und vor allem zur Security-Checks im ABAP. Christian, ich übergebe an dich. Bitte. Dankeschön. Dann teile ich mal den Bildschirm. So, vielen Dank, dass ich heute die Möglichkeit habe, hier einen Vortrag zu halten. Mein Thema, zentrales ATC Cloud-System für die ABAP Security. Ich möchte euch von unseren Erfahrungen berichten, die wir gemacht haben auf dem Weg hin zu einem ATC-System für ABAP Code Security und was uns dann eben auch irgendwie dahin geführt hat, dass wir am Ende in der Cloud gelandet sind. Ein Satz zu mir, Christian Reutebuch, seit über 10 Jahren SAP-Entwickler bei der Firma Geberit. Ja, legen wir los. Wir fangen an mit unserem Bericht Anfang 2023. Das heißt fast ein Jahr her, als wir vor der Aufgabe standen, oder das Thema Code Security in den Fokus gekommen ist, und zwar auch für ABAP Coding. Das heißt, wir mussten uns überlegen, wie können wir unser ABAP Coding auf Security prüfen, welche Möglichkeiten gibt es, und wir haben danach Lösungen gesucht und sind dann relativ schnell bei dem Code Vulnerability Analyzer gelandet, das Tool von der SAP, um eben Code Security Checks in für ABAP Coding durchzuführen. Drei Eckpunkte dazu: also es sind einfach statische Security-Checks, die diese Check-Variante beinhaltet. Lässt sich sehr leicht integrieren ins ATC, also einfach eine zusätzliche Check-Variante, die installiert werden kann im SAP-System. Und es ist sowohl verfügbar on-prem als auch in der Cloud. Bevor wir weitermachen an der Stelle, einen kleinen Blick auf unsere Systemlandschaft, weil wir oder Fokus auf bei der ein beim Einsatz dieser Checks waren auf unseren Hauptsystemen. Wir haben einmal zwei ERP-Systeme, EWM-System, HCM-System und BW-System. Das heißt, unser Fokus lag wirklich auf diesen fünf Systemen, dort erstmal das ABAP-Coding eben auf Sicherheitslücken hin zu überprüfen. Das sind alle fünf Systeme On-Prem-Systeme. Das heißt, unsere erste Idee war eigentlich, dann lass uns doch ein zentrales ATC-System On-Prem machen und dort eben das CVA installieren. Wir hatten gar nicht auf dem Schirm, in die Cloud zu gehen, und CVA kann ja auch on-prem. Deswegen war das eben unsere erste Idee. Was war notwendig dafür, oder was war unsere Erwartung? Wir wollten auf jeden Fall eine zentrale Administration, was gegeben ist mit einem zentralen ATC-System. Und wir wollten eben diese Systeme, die wir haben, wollten wir vollständig abdecken. Heißt, wir haben einfach eine Verbindung dazu gebraucht. Auch das war gegeben. Beim Thema Aktualität sind wir dann ein bisschen, ja, da sind die ersten Fragezeichen aufgekommen, weil natürlich dann auch gerade bei Code Security Checks dann auch wichtig ist, dass die immer sehr aktuell gehalten sind. Das heißt, das System muss immer, also unser zentrales ATC-System müsste dann immer sehr auf dem aktuellen Stand gehalten werden, was natürlich dann zusätzlicher Aufwand bedeutet von unserer Seite. War aber jetzt noch nicht das K.O.-Kriterium, das kam zum Schluss, und zwar die Kosten. Also die Kosten für die On-Prem-Installation von CVA sind enorm. Also zumindest für unseren Anwendungsfall waren sie
so hoch, dass für uns absolut nicht in Frage gekommen ist, das zu installieren. Und wir haben es dann mit SAP in Verbindung gesetzt und sind dann eben darauf gekommen, hey, man könnte es ja im ABAP Cloud-System, das TV installieren. Und dort der große Bonbon sozusagen ist, dass ja, dort ist die TV-Installation kostenlos, ist einfach mit dabei. Klar, wir haben jetzt dann zusätzliche Kosten, wenn man ein ABAP Cloud-System aufsetzt und betreibt. Aber einfach diese CVA-Installation, die kostenlos ist, war dann einfach ein Punkt, wo man sagt, ja, also wir machen das auf gar keinen Fall on-prem, sondern wir gehen in die Cloud und setzen dort eben unsere Reise fort und machen ein zentrales ATC-System in der Cloud und dann dort eben diese Code Vulnerability Analyzer ausführen. Daraus ergibt sich dann folgende Systemlandschaft. Wir haben hier auf der linken Seite unsere On-Premise-Systeme, eben unsere ERP-Systeme, EWM, HCM und was auch immer. Und unser erster Schritt war dann im Prinzip, sie an unser neues ABAP Cloud-System anzubinden. Und dort ist dann gibt es dann die Möglichkeit, die Custom Code Migration App Standard verfügbar, wo man dann eben diese Checks dann nachher konfiguriert, ausführt und dann auch eine UI bekommt, zur Verfügung gestellt bekommt, wo man dann eben die Ergebnisse ansehen kann, Auswertungen, Dashboards, alles, was man so braucht, um die Findings ja, zusammenzufassen und dann eben dann auch den Entwicklern zur Verfügung stehen zu können. Ich habe mal einen Screenshot mitgebracht, wie das bei uns ungefähr aussah. Man sieht hier oben wunderbar, es gibt eben kleine, ja, wie ein Dashboard, unten die Liste, die Auflistung mit der Findings. Ja, so sah das aus. Jetzt waren wir aber damit nicht zufrieden. Die Funktionen, die wir hier zur Verfügung gestellt haben, bekommen haben, sind weniger Funktionen gewesen als jetzt, was man aus dem klassischen ATC On-Prem kennt. Wir haben natürlich auch ein paar Wünsche, die vielleicht auch geberit spezifisch sind. Auf jeden Fall, sagt, das reicht uns nicht. Wir brauchen hier irgendwie mehr Funktionalität. Ich möchte mal ein paar Beispiele nennen. Wir wollten die Verantwortlichen anpassen können, aber auch, also nicht nur die Personen, sondern auch dann die Bereiche, also einzelne Findings dann auch Bereichen zuordnen können. Wir wollten die Checks schedulen können. Wir wollten ein zentrales Dashboard haben, auf dem wir dann mehrere Systeme zusammenfassen können und dann eben aber auch historische Daten anzeigen können, lassen können, die uns dann eben die Entwicklung der Findings aufzeigt. Wir wollten Kommentarfunktionen hinzufügen können und wollten Status verändern. Also wenn wir Finding dann zum Beispiel Möglichkeit haben, ich setze das in Progress, damit die anderen wissen, ah, da arbeitet jemand dran. Wir wollten dann Ausnahmebehandlung, vielleicht auch Ausnahmesitz machen. Und ja, spätestens jetzt sagt bestimmt der ein oder andere, Moment, das geht doch auch mit der Cloud. Zu dem Zeitpunkt war jetzt April, Mai diesen Jahres, da gab es das noch nicht. Also gerade das Developer-Szenario, das jetzt vor ein paar Wochen dann ja, zur Verfügung gestellt wurde, hatten wir damals nicht und damit eben auch sehr, sehr viele Funktionen nicht. Ist natürlich schön, dass wir es jetzt dann haben. Ich komme später dann auch dazu, dass man vielleicht das ein oder andere jetzt wieder zurückbauen müsste. Aber ich möchte trotzdem die komplette Reise zeige deswegen. Also zu dem Zeitpunkt hatten wir einfach sehr, 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 sehr viele Funktionen in der Cloud nicht, die wir on-prem vielleicht gehabt hätten. Und wir sind dann sehr schnell zu dem Schluss gekommen, wir bauen unsere eigene Custom Code Migration App. Ganz kurz an der Stelle zurück. Also wir hatten das damals auch schon gemacht, 2 Jahre zuvor, bei unserer S/4HANA Migration mit der S/4 Readiness Check, der S/4 Readiness Checks, die eben, da gab es auch die Custom Code Migration App und auch dort haben wir dann schon unsere eigene UI 5 App gebaut, um da einfach ein bisschen mehr Funktionen zu haben. Allerdings immer viel kleinerer Umfang. Haben wir gesagt, das haben wir damals schon gemacht, machen wir jetzt wieder, einfach damit wir unsere Bedürfnisse dann haben können. Kleines Architekturbild. Was wollten wir denn haben? Also eigentlich drei Komponente. Klar, auf der einen Seite die Analyse.
unseres ABAP-Codings. Also wir wollten sämtliche Systeme Anhänger. Wir möchten den CVA nutzen. Wir wollen schedulen und eben wir brauchen dann bei der Analyse sämtliche Möglichkeiten an Informationen, die diese Checks zur Verfügung zurückgibt. Das eine, also einfach die Analyse. Dann wollen wir eine Benutzeroberfläche und das ist ja das eben, wo jetzt von unserer Seite sagen, da wollen wir mehr, da wollen wir was Eigenes entwickeln. Ist einmal die tabellarische Darstellung. Also wir haben es vorhin im Screenshot gesehen, dass natürlich sehr, sehr viele Informationen da sind. Was wir sehen wollen, ist eben die Art der Sicherheitslücke. Wir würden gerne einen Absprung in eine Erklärungsseite haben, gibt es im Standard auch, aber einfach diese Erklärungsseite auch selber anreichern können mit eigenen Informationen. Status habe ich schon angesprochen, Zuordnung zum Bereich auch, die Möglichkeit, Notizen zu machen, und eben dann der Absprung in die ADT. Also manche Sachen sind da, manche Sachen musste man selber entwickeln. Und dann, das ist Anzeige und dann einmal die Sache, die wir ändern wollten in dieser App, Status, Verantwortlicher und Notiz. Zusätzlich dazu, ich habe es oben angesprochen, wollten wir eine Erklärungsseite haben. Diese Erklärungsseite, die wollten wir einfach ein bisschen noch anreichern. Einmal Beschreibung, was geht es eigentlich in diesem Finding, warum ist das ein Problem? Negativbeispiel, wie kann dieses Finding ausgenutzt werden? Und eben dann Codebeispiel vorher, nachher. Komme ich später mal noch im Detail dazu. Und natürlich die letzte Komponente, ein Reporting-Dashboard, wo man einfach den Verlauf der Findings über einen gewissen Zeitraum pro IT-Bereich eben bei uns sehen kann. Daraufhin haben wir jetzt einen großen Zusatz an den Standard Custom Code Migration App rangehängt. Es sind eigentlich zwei Komponenten. Einmal die SAP BI, die wir dann als Verbindung nutzen und über SAP HANA Cloud, wo dann die Daten gespeichert sind und auch unsere UI5 App dann drin läuft. Ich gehe jetzt auf ein paar Sachen hier mal ein, was wir alles gemacht haben. Ich möchte hier anfangen einmal mit über die Findings lesen. Wir haben dazu in SAP BI ein Graph gebaut, der in der Custom Code Migration App die Service API anzapft. Dementsprechend die Ergebnisse, die hier ermittelt werden, die lesen wir aus und speichern sie dann in einer eigenen Datenbanktabelle in der HANA Cloud ab. Die wird dann von der App konsumiert und wird eben mit einem User Area Mapping angereichert. So gesagt, wir haben quasi das oder ein ATC-Finding. Klassischerweise hat man genau einen User drin stehen, der verantwortlich dafür ist. Wir haben dann quasi jeden User noch einem IT-Bereich zugeordnet, um dann einfach bisschen die Übersicht zu haben, in welchem Bereich sieht es wie aus. Und das wird dann einfach hiermit angereichert, dass ich einfach die Information dazu habe. Den Graph hier, den möchte ich mal kurz genauer angucken. Ich habe schon gesagt, wir haben die Service API eingezapft, wir haben einfach einen OData Service in der ABAP Cloud Environment. Den lesen wir aus und dann speichern wir eben die Findings dann entsprechend unserer Datenbanktabelle ab und eben dann entweder direkt beim ersten Lauf oder dann eben nur als Delta Handling. Genau, und somit haben wir dann immer auch das Ergebnis vom neuesten Run in einer Tabelle. Was natürlich dann auch ist, wir machen, ich möchte es ja auf mehrere Systeme anwenden. Ich habe zwar gesagt, wir haben vier, fünf Systeme, und hier tun wir dann wirklich zusammen, also es sind dann mehrere Checks, also pro System haben wir einen Check, und in der Tabelle laufen aber alles zusammen, also dann alle zusammen fassen. Genau, so viel dazu, ATC-Findings zu lesen. Der zweite Punkt ist der Scheduler, den wir haben. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt in der Cloud keine Möglichkeit gesehen, die Runs zu schedulen. Und vor allem dann eben, dadurch, dass wir mehrere Systeme haben, wollten wir das dann ansprechen, einfach automatisiert starten in regelmäßige Abschnitte. Und deswegen haben wir gesagt, hier bauen wir uns was Eigenes. Und dann auch hier im Prinzip dann diese Service API angetriggert. Und wir nutzen dann eben einfach eine Datenbanktabelle, die uns einfach ein bisschen die ja,
aufzeigt, was wann gestartet wird oder nicht. Ich zeige es mal kurz im Detail. Sind wieder hier in der SAP-DI. Also um quasi einen Check anzutriggern, einen ATC-Check, haben wir auch wieder einen Data Service verwendet aus der ABAP Cloud Environment. Und damit kann ich einen Check starten. Was allerdings das Problem war, wir konnten immer nur ein System starten. Heißt, wenn ich jetzt fünf Systeme checken will, muss ich mit System 1 starten. Und sobald das fertig ist, kann ich erst das zweite System starten. Und deshalb haben wir dann uns, ja, sagen wir mal, hemdsärmelig eine Tabelle zur Hilfe genommen, wo wir einfach protokollieren, okay, Zeitstempel, System 1 gestartet und sobald es fertig ist, sagt das System, also bekommt die Rückmeldung, ist erledigt oder fertig geprüft und dann starte ich einfach quasi mit dem nächsten System, sobald es dann fertig ist. Nicht schön, aber selten. Und es funktioniert. genau, also wäre natürlich besser, wenn man natürlich alle Systeme gleichzeitig starten können. Vor allem, wenn man auch nicht weiß, wie lang sind diese Prüfungen, beziehungsweise wenn ich dann mal 10 Systeme machen möchte und jedes System eine Stunde braucht, bis ich es komplett gescannt habe, ja, dann wird es irgendwann eng, wenn ich es täglich machen möchte. So viel zu unserem Scheduler. Genau, dann haben wir die Komponente erklärt. Ich möchte noch zu unserer UI5 App, da möchte ich auch noch was sagen, wie wir das denn da gemacht haben. Ich habe schon gesagt, uns fehlen einfach die Informationen im UI von der Custom Code Migration App. Wir haben eigentlich nur eine tabellarische Ansicht gemacht und ich gehe jetzt auf die Sachen ein, die wir dort verändert haben. Das sind einmal die zusätzlichen Informationen. Es ist jetzt irrelevant, was hier im Detail drinsteht. Also wenn man einfach diese Check-Message oder diese Fehlerart, die es dann für Code-Security-Checks gab, haben wir einfach eine zweite View gebaut, auf der mir allgemeine Informationen anzeigen, ganz oben, die einfach ein paar Worte zu dem Finding sagen. Mehr Negativbeispiel, also wie kann einfach diese Lücke ausgenutzt werden, um auch ein bisschen so, die Awareness bei den Entwicklern dann auch ein bisschen zu schärfen. Wichtigste Punkt aus meiner Sicht ist unser Codebeispiel vorher nachher. Einfach, wie sieht das Coding aus, wenn es eine Lücke hat, wie sieht es danach aus? Also was muss ich codingtechnisch dann ändern? Einfach Codebeispiel ist besser wie drei Seiten Text zur Erklärung und dann eben nur die Möglichkeit, irgendwelche Links abschwung zu SAP-Informationen. Wie kommen wir genau auf diese vier Sachen? Zum einen war das die Learnings aus der S4-Migration, die mir dann hattet, wo einfach die Entwickler auf uns zugekommen sind. Und sagt, ja, das wäre schön, es hätte uns geholfen bei dem Lösen der Findings. Und wir haben auch im Vorfeld einfach mal eine Umfrage gemacht, was für Informationen braucht ihr. Also muss an der Stelle zusagen, dass auch einfach mir bei Geberit circa 80 IT-Kollegen habe, die auf unserem SAP-System entwickeln. Und die eine mehr, die eine weniger. Und im ersten Moment mussten wir erstmal aufräumen. Das heißt, es gab dann eine riesen Latte an Findings aus den letzten 30 Jahren. Und natürlich dann der ein oder andere dann Sache jetzt nicht alltäglich, also Findings-Aufkommen sind jetzt nicht alltäglich sind und dementsprechend über jede Unterstützung dann geholfen hat, hier dann die Findings zu lösen und einfach ja, aufzuräumen. Genau. Also Zusatzinformationen. Und dann wollten wir eben auch die Möglichkeit haben, weitere Sachen zu ändern, Findings zu ändern. Auch hier haben wir jetzt unsere vier Spalten. Das sind einmal quasi das, der Status, den wir ändern wollten. Ich habe vorher gesagt, zum Beispiel in Progress. An dieser Stelle haben wir hier die Ausnahmebehandlung gemacht. Das ist jetzt nicht mehr notwendig. Durch das Developer-Szenario kann man es natürlich dann auch in Eclipse machen. War zu diesem Zeitpunkt nicht möglich und haben einfach gesagt, okay, wir machen einen Status Exception needed, zwei ja auf der Roadmap, das heißt, es war eigentlich eine temporäre Lösung gewesen. Exception needed, das Management hat dann nur den Status Exception granted gehabt und somit haben wir dann quasi die ausgeschlossen, die Ausnahmebehandlung braucht. Es gab dann quasi einfach die Spalte der ursprüngliche Verantwortliche mit dem Area Mapping dazu und ja, es
bei uns tatsächlich jetzt auch beim Aufräumarbeiten vorkomme, dass hier einfach Personen drin standen, die seit 10 Jahren in Rente sind, beispielsweise, die lösen dieses Feine oder die beheben das nicht mehr. Also wollte ich mir die Möglichkeit haben, eben dann neue Personen zu sitzen und dann eben auch mit der Area entsprechend oder wenn es ein anderer Bereich ist. Auch das kann man jetzt im Mitgliedsstand tun, seit ein paar Wochen. Genau, und die Möglichkeit, Notizen zu erstellen. Wir haben es relativ einfach gemacht. Wir öffnen einfach den Eintrag. Es kommt ein kleines Pop-up, neue Daten rein. Masseänderung ist auch möglich. Speichern es ab. Die Tabelle wird aktualisiert und gut ist. Genau, und so haben wir dann die eigentlich unsere Tabelle, ähnlich wie in der SAP Standard Custom Code Migration App, nur eben das hinzugefügt. Genau. Und genau, dann haben wir eigentlich im Prinzip alles, was wir an zusätzlicher Funktion uns gewünscht haben, haben wir umgesetzt gehabt. Wir konnten, ja, gehen wir die Checkliste nochmal durch. Man konnte die Verantwortliche anpassen, man konnte die IT-Bereiche zuweisen, man konnte Kommentarfunktionen, hatte man Status setzen. Also unterm Strich, wir konnten unsere Findings verändern mit Informationen, die man wollte. Wir hatten einen Scheduler, der unsere Systeme täglich dann geprüft hat. Und wir haben einfach die Möglichkeit zum Finding hinzu, weitere Informationen abzuspeichern. Also unsere Entwickler waren alle happy und fast Mission completed. Aber Management. Wir müssen natürlich unser Management glücklich machen. Wie macht man das Management glücklich? Genau, mit einem Dashboard. Haben wir am Anfang auch schon gesagt, wir brauchen ein Dashboard. Dazu haben wir noch eine weitere Komponente hier mit hinzugenommen in unserer Architektur, das SAC. Ich komme aber vorher erst nochmal hier in die iGraph dazu, wie haben wir diese historischen Daten eben ermittelt für das Dashboard. Und einfach jeden Tag aus unserer Results-Tabelle, die ja schon da war, einen Snapshot gemacht. Entsprechend dann ermittelt, wie viel Findings pro Bereich, das dann aufgearbeitet mit Zeitstempel und eben eine History-Tabelle abgespeichert. Und diese History-Tabelle, die wird dann eben von der SAC konsumiert, wird dann einfach ein kleines Dashboard aufgesetzt und dann entsprechend dem Management zur Verfügung gestellt. Da habt ihr ein kleiner Blick mal ein Screenshot, wie das aussah. Er hatte dann einfach die Möglichkeit zu sehen, okay, hier unter einem Zeitstrahl, wie pro Bereich, wie nehmen die Findings ab oder vielleicht, wie nehmen sie auch zu. Genau. Und dann, lang ersehnt, kam November 23, ich habe es zwischendurch schon mal angesprochen, es gab vor ein paar Wochen dann doch mehrere Änderungen, mehrere dann neue Funktionen, die von SAP veröffentlicht worden sind. Es gibt auch einige Blog-Einträge dazu. Und eben unser heiß ersehntes Developer-Szenario. Das war, ja, das hätten wir auch gerne schon ein Jahr früher gehabt. Wir waren dann ein bisschen ungeduldig. Aber einfach, das ist jetzt endlich da. Für uns bedeutet das viele Sachen, die wir jetzt da einbaut haben und einfach auch die Architektur wirklich aufgebläht haben, können wir jetzt vielleicht auch zurückbauen oder können wir zurückbauen. Also gerade ich habe gesagt, die Ausnahmebehandlung mache ich natürlich jetzt dann im Eclipse oder auch über die Zuweisung von Verantwortlichen, zumindest von anderen Personen. Die Bereichszuordnung brauchen wir trotzdem nur selber. Aber die kann man jetzt dann im Eclipse mal im Developer-Szenario. Haben wir auch schon eingebaut in einem ERP-System und sind wir da aktuell gerade dran, alles, was jetzt hier veröffentlicht wurde, ist dann nach und nach umzusetzen. Das ist jetzt vom Zeitpunkt her, war es jetzt zumindest mit der ABAP-Conf ein bisschen im Konflikt. Wir haben jetzt schnell genug alles umgestellt, was jetzt eben dort jetzt neu möglich ist. Aber auf jeden Fall, die Reise geht weiter. Wir sind weiterhin dran. Sowohl die SAP entwickelt ja auch dieses ATC in der Cloud ständig weiter. Und auch wir werden dann entsprechend weiter unsere Lösung noch weiter anpassen. Wir sind jetzt mittendrin sozusagen. Was sind die nächsten Schritte? Definitiv wollen wir zurück zum Standard, da wo es möglich ist. Einfach jetzt was mit dem Developer-Szenario, der jetzt auch nachher kommt oder auch sonst mit den Weiterentwicklungen. Alles, was wir selber gebaut haben, wollen wir natürlich nicht zwingend haben, wenn wir es im Standard haben können. Deswegen gehen wir da natürlich zurück.
Das Developer-Szenario, ich habe es angesprochen, haben wir auch eingebaut für ein System. Für das zweite und für das dritte System geht es dann irgendwie nicht mehr. Da sind wir auch aktuell gerade ein bisschen ratlos. Also wenn es da aus der Community irgendwelche Hinweise gibt oder uns da jemand weiterhelfen kann, sind wir es sehr gerne. Wir würden gerne natürlich auf alle Systeme anbinden. Und wir wollen natürlich dann auch, ich habe gesagt, am Anfang musst du aufräumen, also quasi Worst Case Coding aus den letzten 30 Jahren dann jetzt erstmal bereinigen. Haben wir dann auch für unsere ERP-Systeme gemacht. Wir sind aktuell bei null. Aber wir wollen natürlich auch das Neue nicht dazukommen. Wir wollen nicht irgendwie neue Security-Lücke dann aufreißen. Und deswegen wollen wir natürlich dann auch einen Check bei Transportfreigabe einbaue, dass man einfach dann entsprechend, sobald ein Transport freigegeben wird im System, dann über diesen Check dann auch laufen lassen und dann entsprechend auch blockieren, falls Risiken drin sind. Und was dann auch ein Punkt ist, natürlich, ich habe jetzt im Titel meiner Präsentation war es jetzt quasi auf Security-Checks, aber das geht natürlich für alle ATC-Checks, die SAP zur Verfügung stellt. Und dementsprechend wollen wir natürlich auch weitere ATC-Prüfungen dann mit diesem Aufbau, mit dieser Architektur dann auch einführen und entsprechend umsetzen. Und uns fällt bestimmt noch viele, viele weitere Ideen dann auf dem Weg dorthin ein. Genau. Zum Abschluss habe ich noch eine kleine Übersicht, was für Technologien wir am Ende dann eingesetzt haben, um alles zu haben, was wir ja, wie wir es uns gewünscht hätten. Ja, ist dann doch einiges zusammengekommen und war für uns auf jeden Fall auch eine Erfahrung, dass wir überall dann auch mal ein bisschen, ja, was wir konnten alle Technologien und die Erfahrungen sammeln, was uns dann auch in andere Punkte weiterhilft. Genau. Soweit dann meine Präsentation. Ja, ganz klar ein bisschen früher fertig. Ich habe jetzt hier noch Fragen. Ich glaube, das ist dann jetzt die ja, Meet the Expert Session. Also wenn da jemand Fragen hat, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war interessant für den einen oder anderen. Ja, vielen Dank. Ich denke, es war sehr interessant, natürlich. Wir werden dann eh gleich in die Meet the Speaker Session übergehen in 3, 4 Minuten. Trotzdem sehr interessant. Und was habe ich mir jetzt gefragt zum Beispiel? Das könnte man ja wirklich bei vielen Kunden oder viele Kunden könnten das ja so einsetzen. Das ist eigentlich echt fast eine Blaupause für solche Checks. Gibt es da jetzt nur diese Session, die du jetzt gerade gemacht hast, oder gibt es da vielleicht einen Blogpost oder irgendwas, wo das nochmal ein bisschen beschrieben ist, weil das war wirklich sehr, sehr informativ und jetzt haben wir überlegt, okay, gibt es da vielleicht ein bisschen noch mehr? Bis jetzt nicht, also wir haben auf der DSAG-Jahreskongress haben wir das schon einen Vortrag gemacht, wo wir das vorgestellt haben, jetzt über die ABAP-Conf. Aber ja, wenn das Interesse besteht, kann man das sicherlich sehr gerne was machen und dann zur Verfügung stellen. Es gab auch im Chat kurz die Frage, ob man das vielleicht Open Source stellen könnte? Fragezeichen. Oder zumindest Teile davon. Ich nehme es auf jeden Fall mit. Nee, also ich tatsächlich, also es war bei der DSAG-Technologietage sind auch ein paar Kommentare, hey, das wäre doch cool, könnte man das vielleicht auch nehmen. Also wenn die Nachfrage da ist, ja, ich bin jetzt nicht in der Position zu sagen, was mir in der Firma entwickelt habe, dürfen wir direkt Open Source zur Verfügung stellen. Aber ich werde auf jeden Fall, ich nehme es mit und mal schauen. Perfekt, super. Ja, vielen Dank. So, dann, Christian, ich würde dich Michael und bitten, Dominik gleich dann schon wieder hier da. zu bleiben. Genau, Michael ist auch schon da, Dominik ist auch schon da. Einen Zuseher sehe ich gerade, der Thomas. Aha. Und der Jon hat mir geschrieben, er wird auch kommen noch. Warten wir noch vielleicht 1, 2 Minuten. Ah, vielleicht das wäre interessant gewesen auch, Christian. Habt ihr viele Findings gehabt? Du hast gesagt, MS4 hat es auch schon gemacht gehabt. Habt ihr viele Findings gehabt? Also, so eine, war das,
War das ein Riesenaufwand, diese alten Codings dann anzupassen oder zu korrigieren oder so, das war ein bisschen ein Gefühl vielleicht? Ja, also beim S4HANA Readiness Check, das war dann nur auf unserem zentralen ERP-System, das wäre dann ja, 30 Ja. Jahre lang aufgebaut worden, da hatten wir dann tatsächlich 25.000 Findings, die erstmal so aufgepoppt sind. Also das war eine Monsterlatte. Man muss Okay. natürlich sagen, es gibt natürlich Prio 1, 2, 3, Ja. sind einfach nachher der Fokus jetzt auf die Sachen wichtig sind. Jetzt bei den Security Findings war es denn nicht ganz so schlimm, zum Glück. Okay. Aber ja, es ist dann schon erstmal eine Arbeit, ein bisschen aufzuräumen. Und dann ja, ist natürlich schon wichtig, dass man es dann auch nicht wieder so einreißen lässt und deswegen dann ständig gleich die Zahl bei Ja. null dann auch hält. Ja. Ist erschreckend, Okay. was dann aufkommt. Ja, nach 30 Jahren, da sammelt sich halt vieles, ne?